Gemeinsam statt einsam. So lautet das Motto, unter dem seit 10 Jahren die WBG Nürnberg zusammen mit sozialen Einrichtungen das Projekt Sigena durchführt. Für mich ist das Angebot also sehr, spricht mir sehr an. Aber die Menschen, die da sind, gehen aufeinander zu. Und Singen ist einfach ein Lebenselixier. Das braucht man. Ohne Singen ist das Leben nur halb so schön. Sigena steht für sicher, gewohnt, nachbarschaftlich. Ziel ist ein lebendiges Miteinander der BewohnerInnen im Quartier und gegenseitige Hilfe, um den Menschen dort einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Man kommt mit Menschen zusammen und ich finde, dass das also eine ganz gute Einrichtung ist. Es gibt es ja auch in anderen Stadtteilen von Nürnberg. Ne? Die Sigena-Stützpunkte finden sich in den 6 Kernwohnanlagen der WBG, also in St. Johannes, Mögeldorf, Giebitzenhof, Sündersbühl, Langwasser und am Nordostbahnhof. Diese Stützpunkte mit ihren Nachbarschaftstreffs werden jeweils von einer Projektkoordinatorin geleitet, die für die BewohnerInnen als Ansprechpartnerin unter anderem für Sozial- oder Pflegeberatung zur Verfügung steht und die Begegnungsangebote organisiert. Die Koordinatorinnen treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Projektplanung und Abstimmung. Daneben setzen die Koordinatorinnen für ihren jeweiligen Stützpunkt durchaus unterschiedliche individuelle Schwerpunkte, die sich unter anderem auch aus der Sozialstruktur der Wohnanlagen und den Bedürfnissen der dortigen BewohnerInnen ergeben. Sigena bietet an allen 6 Standorten einen regelmäßigen offenen Treff an, bei dem Begegnung und geselliges Miteinander im Vordergrund stehen. In den Nachbarschaftstreffs kann man die Nachbarn im Stadtteil kennenlernen, gemeinsame Interessen finden, an Veranstaltungen und Aktivitäten teilnehmen und daneben die Freizeit miteinander gestalten. Außerdem können die Räume des Nachbarschaftstreffs auch für Veranstaltungen oder private Feste genutzt werden. Die Angebote von Sigena richten sich nicht nur an ältere und alleinstehende Menschen. Auch Eltern-Kind-Gruppen finden im Nachbarschaftstreff einen Raum für Begegnung und Austausch. Sigena steht für ein Wohnviertel, in dem die Nachbarn füreinander da sind, sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel in regelmäßigen Abständen gemeinsam kochen und essen. Aber natürlich wird auch mal gemeinsam miteinander gefeiert. Wie zum Beispiel beim alljährlichen Faschingstrubel im Nachbarschaftstreff Giebitzenhof. Dass all diese unterschiedlichen Dinge möglich sind, wird nicht nur durch die Arbeit der Koordinatorinnen und der Kooperationspartner gewährleistet. Ein weiterer wichtiger und unverzichtbarer Baustein für die Nachbarschaftstreffs ist die ehrenamtliche Mitarbeit zahlreicher engagierter Helfer und Unterstützer. In St. Johannes zum Beispiel setzt man auf Nachhaltigkeit durch Lebensmittelretten. Einmal pro Woche finden sich die Ehrenamtlichen in einem Supermarkt und der Filiale einer Bäckereikette ein, um dort Lebensmittel und Backwaren abzuholen, die von diesen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Im Anschluss findet dann eine kostenlose Verteilung im Nachbarschaftstreff statt. Hallihallo. Heute brauchen wir eine große Tüte. Ja, es ist ganz schön viel im Gegensatz zu letzter Woche. Ne? Ja.
In Mögeldorf wiederum sind es Ehrenamtliche, die regelmäßig einmal pro Monat für die Besucher kochen. Und zu Weihnachten darf es dann auch mal etwas ganz Besonderes sein. Heute haben wir Flavored Lachs als Vorspeise. Dann Ragoutin mit, allerdings nicht als Pastete, sondern mit Reis als Hauptspeise. Und einen weihnachtlichen Kuchen mit Apfel. Lass es schmecken. Im Anschluss wird dann gemeinsam gegessen. Während die einen zu Weihnachten begeistert kochen und essen, sitzt man im Nachbarschaftstreff Langwasser zusammen und praktiziert kreatives Gestalten beim Basteln von selbstgemachtem Weihnachtsschmuck. Das ist ein Kreativtreff. In der Weihnachtszeit zum Beispiel wollen die Leute jede Woche basteln oder vor Ostern, das sind auch so Motive dann, wo man dann gerne rangeht ans Basteln. Ne? Und das ist, dient in erster Linie eigentlich unserer Gemeinschaft. Es gibt kranke, einsame, alte Leute dabei, die eben auch mal 2 Stunden ihren Kummer, ihr Leid vergessen können. Und das ist der Sinn der Sache eigentlich. Und wir sitzen mit der Bauchspannung. Aber Sigena bietet mehr als Gemeinschaft durch Singen, Kochen, Essen, Kaffee trinken, Feiern und Basteln. Schultergelenksmuskulatur wird hier gekräftigt. Wichtig ist auch die Stärkung und der Erhalt von Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit, um Eigen- und Selbstständigkeit im Alltag möglichst lange zu gewährleisten. Wir machen hier ein Ganzkörpertraining, mobilisieren alles, aktivieren alles von Kopf bis Fuß und dehnen und kräftigen die Muskulatur, um orthopädische Beschwerden zu lindern oder vielleicht sogar ganz verschwinden zu lassen. Also jetzt dreimal schnell, okay? Achtung, diagonal, gegenüber, beide. Erfahrene Trainerinnen und Trainer bieten Wirbelsäulengymnastik, inklusiven Reha-Sport und Sturzprophylaxe. Sturzprophylaxe ist Sturzvorbeugung, das heißt, wir beugen einem Sturz vor. Wir wollen, dass unsere Best-Ager hier fit bleiben, nicht stürzen, weil sie genügend Kraft haben, weil sie beweglich sind, weil sie sich koordiniert bewegen können. Und das trägt dazu bei, Stürze zu verhindern. Mein Name ist Dr. Abend. Ich bin im Stadtseniorenrat. Und zusammen mit dem Herrn Wiedemann, und das wollte ich nicht unterschlagen, haben wir also so eine PowerPoint gemacht, um einfach mal ein bisschen einzuführen in Hilfsmittel im Alltag. Was kann man denn da so tun und so weiter? Aber nicht nur die körperliche Beweglichkeit ist wichtig im Alter. Wichtig ist auch Input für den Geist durch sachliche Informationen, die das Leben im Alltag erleichtern sollen. Vorträge von Fachleuten vermitteln Kenntnisse, zum Beispiel über Hilfsmittel im Alltag. Herzlich willkommen im Sigena heute zum Stammtisch im November. Zu diesen Stammtischen gibt es immer so circa für eine Stunde auch ein Thema, damit eben nicht nur geplaudert wird und Kaffee getrunken wird und die neuesten Infos ausgetauscht werden untereinander, sondern ich versuche immer irgendwie ein Thema einzubringen, wie irgendwas Musikalisches, wo wir singen, wo wir uns bewegen oder wo ein Vortrag stattfindet. Einfach so ein bisschen gemischt. Und frage dann immer auch die Leute, was sie mal interessieren würde, was man mal machen könnte, so meistens am Anfang vom Jahr. Beim Stammtisch des Seniorennetzwerks am Nordostbahnhof wiederum referiert eine Polizistin über Gefahren im Straßenverkehr. Was es auch immer gibt mit diesen Kickrollern, die müssen alle tatsächlich den Gehweg benutzen. Bitte haben Sie da auch ein bisschen Einsehen. Ich weiß, es ist nicht einfach, vor allem, weil die auch teilweise sehr rücksichtslos fahren. Wir kommen her. Tiere haben für ältere Menschen nicht selten eine besondere Bedeutung. Es ist Abwechslung. Ich habe früher selber Hunde gehabt, kann aber durch das, dass ich nicht mehr richtig laufen kann, selber keinen haben. Und also gehe ich fremdstreicheln. Dem trägt man im Nachbarschaftstreff Giebitzenhof Rechnung. Einmal im Monat trifft sich dort eine Gruppe, zu der die Koordinatorin einen Therapiehund mitbringt.
Die tiergestützte Pädagogik, die bringt halt den Menschen, die hier zu Besuch sind, ganz viel. Also es ist Emotionen, es ist Lebensfreude. Die Menschen kommen mit ihren Problemen oder Sorgen oder Krankheiten. Und wenn sie die Stunde hier gemacht haben, ist es so, dass eigentlich jeder fröhlich nach Hause geht. Er hat ein Lächeln im Gesicht. Die Lia hat allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und das macht es eigentlich aus. Sigener Wohnungen ergänzen das Konzept der Nachbarschaftstreffs. In einer solchen Wohnung, direkt neben dem Sigener Stützpunkt Nordostbahnhof, lebt Manfred Radler. Diese Wohnungen der WBG sind besonders ausgestattet. Barrierefreie Badezimmer, schwellenlose Zugänge und meist offene und geräumige Koch- und Wohnbereiche. Diese Wohnungen für Menschen mit einem erhöhten Hilfebedarf befinden sich in den Wohnanlagen St. Johannes, Mögeldorf, Söndersbühl, Langwasser und Nordostbahnhof. Ich habe einen Rollstuhl in der Wohnung, einen Rollstuhl für außerhalb, für weitere Strecken, wo ich eigentlich gut versorgt bin und kann mich soweit nicht beschweren. Bis jetzt geht noch, aber wie es dann in den nächsten Jahren aussieht, keine Ahnung. Aber soweit, wenn es geht wie bis jetzt, dann haben wir noch ein paar schöne Jahre vor mir. Sigena ist mehr als nur der geschützte Raum der Nachbarschaftstreffs in den Stützpunkten. So, liebe Gäste, ja, meine Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu eurem Ausflug zum Erlebnisbauernhof. Immer wieder gibt es Ausflüge in die nähere oder auch weitere Umgebung. Herzlich willkommen am Bauernhof in Bräuningshof. Ich bin der Clemens, ich bin der Bauer von dem Bauernhof hier. Also wenn einmal im Jahr organisieren die Azubis der WBG einen gemeinsamen Ausflug für alle Stützpunkte. Und die Kühe haben jetzt gemerkt, dass der Chef kommt, ne? Ja. Deswegen schreien sie. Jetzt gehen wir einfach nochmal komplett durch. Ja. 2023 ging es zum Beispiel zum Schäferhof, einem Erlebnisbauernhof nicht weit von Bubenreuth. An der Grünewaldstraße in der WBG-Kernwohnanlage Nordbahnhof entstehen derzeit neue Mietwohnungen. Und mit ihnen ein weiterer Sigener Nachbarschaftstreff. Nach dessen Fertigstellung hat dann jede Kernwohnanlage der WBG einen solchen Treff. Sigena bringt Menschen in einer WBG-Kernwohnanlage zusammen und lebt und wächst mit einer aktiven Gemeinschaft. Und mit dem neuen Nachbarschaftstreff findet die 10-jährige Sigena Erfolgsgeschichte ihre Fortsetzung.